erhältlich. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hatte Konami mal wieder eine Schnapsidee. Wir greifen einfach Fallenmonster auf und machen darum einen neuen Archetype. Wir erfinden einfach neue Traps und sogar Zauberkarten, damit es dem Deck auch an nichts fehlt. Um das Ganze noch abzurunden, erfinden wir noch ein Bossmonster, das perfekt zu den Fallen passt und fertig. Schon hat man ein neues Metadeck. Doch dann reicht es nicht, dass die Fallen Monster sind. Nein, sie haben alle noch einen eigenen Friedhofseffekt, um so auf keinen Fall Minus zu machen. Und wäre es nur das, dann wäre es ja noch okay. Aber nee, das reicht natürlich nicht. Natürlich erhalten sie noch einen besonderen Effekt, wenn Goldener Lord auf dem Feld ist. Negate, auf eine Karte zerstören und banishen. Und apropos Lord, bei dem will ich gar nicht erst anfangen. Man könnte jetzt ja denken, ein Stufe 10 Monster ist schwer zu rufen. Aber natürlich ist das nicht so. Du kannst ihn ganz einfach von Friedhof beschwören, indem du eine Zauber- oder Fallenkarte auf den Friedhof legst. Und wie gut, dass alle Friedhofseffekte haben. Und hinzu kommt, dass er nicht nur einfach spezialbeschworen wird. Nein! Er bekommt auch noch 1000 ATK und ist bis zu Ende des Gegners und Spielzugs nicht durch Effekte zerstörbar. Ja, geht's noch? Und dann hat er natürlich noch einen Abwurfeffekt. Denn wie soll man ihn denn sonst auch in den Friedhof bekommen? Du kannst einfach ihn und eine andere Zauberfallenkarte abwerfen, um eine Karte auf den Friedhof zu legen. Oh ja, zerstören wäre ja auch nur zu fair, weil dann könnten ja auch Effekte triggern. Und alles andere als fair sind die anderen Zauberfallenkarten. Es gibt einfach drei Karten, die den Lord holen können. Aus dem Deck, aus dem Friedhof oder Hand. Noch irgendwelche Wünsche? Und natürlich haben sie auch Friedhofseffekte. Man kann sie bannen und so eine goldene Landkarte zu bekommen. Doch das reicht dem Deck natürlich noch nicht. Dann bekommt ihr noch eine eigene Search-Karte, die einfach irgendeine Karte aus dem Deck suchen könnt. Falls ihr gerade mal eine bestimmte Falle fehlt, holst du sie dir. Oder einfach direkt den Lord. Und falls ihr denkt, oh, das war's. Von wegen! Das ist ja nur die pure Variante. Doch die Engine ist so klein, dass du dein Deck noch mit anderen Kombos aufstauen kannst. Wie wäre es zum Beispiel einfach mit Invoked? Warum nicht? Oder wenn dir das nicht gefällt, wie wäre es denn mit Kombos? Kein Problem. Wir packen einfach 6-mal Jet Synchro rein und so können wir entweder 4 Karten ziehen oder einfach 2 Negates for free bekommen. Oder wir lassen den Gegner erst gar nicht mitspielen. Und zu guter Letzt ist das Deck ja so inkonstant. Deshalb kann man auch Soul spielen, um weitere Karten zu ziehen. Und mein Gut, dass die abgeworfenen Zauberfallenkarten im Friedhof wieder ihre Effekte nutzen können, um so noch mehr Plus zu machen. Warum sollte man sich auch mit plus 2 oder 3 zufrieden geben, wenn man auch plus 5 oder 6 haben kann? Und warum? Weil endlich gut ist.